Hey ho Leute, willkommen zurück zu Let's Play Digimon World DS. Ich bin gerade noch im Menü, ich habe mal Digitation nachgeschlagen. War angenommen, wusste ich gar nicht, dass. Keine Ahnung. Egal, wir wollen auf jeden Fall in die Chrommine, ins verbotene Land gehen. Und zwar los. Da ich jetzt das Digi-Armor des Wunders habe, sollte ich eigentlich fähig sein, in die Chrommine zu gehen. Ja, das ist komisch. Das Tor zur Chrommine öffnet sich nicht. Hey, lass mich mal da rein. Lass mir das mal anschauen. Du meinst das Digi-Armor des Wunders natürlich. Ich wusste, das stimmt was nicht. Es ist fake. Was? Auf keinen Fall. Schau mal auf die Gravur drauf. Das sagt nicht Digi-Armor-Ei des Wunders. Es sagt Digi-Affmor-Ei des Wunders. Keine Ahnung, wieso das so. Digi-F of Miracles. Jeder kann, glaube ich, lesen, dass er was der Unterschied ist. Da! Auf keinen Fall. Ich hatte das direkt von Pandamon. Wirklich? Warte mal, ich frage Pandamon. Pandamon, ich bin Steriamon. Das Digi-Armor des Wunders, dass du den Tamer geliehen hast. Das ist ein Fake. Weißt du, was ist das? Aha, okay, verstehe. Okay, warte mal, ich gebe dich an den Tamer weiter. Pandamon möchte mit dir reden. Jo, ich wollte ihn nicht verarschen, Alter. Ich denke mal, das wurde ausgetauscht, als ich das letzte Mal jemanden geliehen habe. Dieses verdammte Platin-Sukamon. Heißt das, Platin-Sukamon hat das echte? Wahrscheinlich. Und dann hole ich's. Tut mir leid. Er lebt im Drain Tunnel. Ich sende die Adresse direkt. Okay, danke. Ich habe die Adresse für den Drain Tunnel. Okay. Das heißt, erst in den Drain Tunnel. Natürlich. Wo ist er denn da? Drain Tunnel. Erste Platin-Sukamon, naja, dieses versehentlich ausgetauschte Digi-Armor-Ei des Wunders. Schnell zurücktauschen, kein Problem. Okay, gehen wir erstmal diesen Weg ab. Hä? Da komme ich nicht vorbei. Ich muss das Wasser stoppen. Ach so. So, die Frage ist, was es hier für Digimon gibt. Hier haben wir Gizamon, Level Rookie. Und Otamon, ebenfalls ein Rookie. Und noch ein Tamamon. Zwei Rookie-Level. Drei Rookie-Level, okay. Dann machen wir nochmal Straight Punch. Und du Razor Claws. Für ein paar Rookies brauche ich mir nicht jetzt großartig für Instant Freezer. Brauche ich mir nicht großartig für Ausgaben. Dann packen wir nochmal die beiden an. Und beide down. Schön, dann sollte auch Kraft das hier zerlegen können. Down. Gibt 8 Werfangpunkte und Chris erreicht Level Up. Super Sache. 26 Ikakumon ist halt auch momentan Star Player hier. Hoffentlich. So. Diese Räder, damit kann ich glaube ich das Wasser abstellen. Die Frage, ich kenne mich hier nicht mehr so. Usukamon. Yay. Champion Level. Und oh, Hagoromon. Das ist cool. Das hätte ich sogar gerne. Hagoromon wird zu Andromon, wenn ich mich hier und Andromon. Andromon ist cool. Kennen die, die die Serie kennen, kennen Andromon bestimmt. Zack. Down und. Du. Tiny Twister. Tschüss, Mann. Also, die sind eher Maschinen-Digimon. Gut zu wissen. So. Wasser abgestellt. Die Frage ist, was ist hier oben? Hier ist nochmal ein Rohr. Nochmal so ein Rad. Und hier haben wir Otamamon und Hagoromon. Coole Sache. Und ein Otamamon. Okay, nachdem die alle einzeln rumstehen. Double Slash. Electric Blast. Und giftiger Efeu. Boah, das hat's überlebt. Das hat's ja überlebt.
du wieder überlebst. Das gibt's ja nicht. Das Ding hält ganz schön was aus. Ist hier ein Tank? Ich mag Tanks. Oh, ich habe wieder zwei, die beiden Level abhaben. Das Ding wollte ich abstellen. Ja, erstmal abstellen. Wasser wurde abgestellt. Hurra. Oh, ein Dragomon. Das Ding ist auf dem Ultra-Level. Double Slash. Es ist doch, glaube ich, ein Ultra. What the fuck? Was macht hier Dragomon? Wir wissen, in der zweiten Staffel ist Dragomon der Herrscher über das Meer der Dunkelheit. Und Togemon kriegt ein Level. Oh, super einfach. Und. Oh, Angemon auch. Needly Spray. Oh, das gefürchtete Nadelfeuer. Und Angemon. So viel Speed, das Ding ist so schnell. Aber angenommen, wenn es sein muss, gehe ich halt nochmal in Sheer Valley und farme da ein bisschen heilige Erfahrungspunkte. Da gibt es nämlich ziemlich viel, was die gibt. Und Gizamon. Dazu haben wir einen Sukamon. So, die Frage ist einfach, wo muss ich jetzt lang? Ich glaube, ich gucke mal nochmal zurück. Und Razor Claw. Ja, hat's überlebt. Schade, egal. Erstmal Straight Punch. Wobei, ich sollte mal das Nadelfeuer mal angucken. Mache ich dann mal bei Zeiten. Und Straight Punch. Und doch Level up für Raphael. Bunny Pummel. Oh Gott, das ist die komische Attacke. Dann nehmen wir kurz Speed up und rennen mal kurz zurück. Während mich ein Digimon nach dem anderen angreift. Gizamon und wenigstens Agurumon. Nein. Kein Agurumon, den werde ich mir dann nachher nochmal farmen müssen. Mano. Ich hätte gerne eins. Agurumon ist cool. Oder ist. Ich habe eh noch kein Maschinen-Digimon, fällt mir gerade so auf. Und Vegimon möchte ich sowieso rausschmeißen. Das Ding zwar dann zu leveln wird eine Qual, aber naja. Wobei, ich glaube, das geht sogar recht fix. Ich will noch ein bisschen Erfahrungspunkte abstauben. Ich brauche jetzt keinen Farm-Report. Danke, Kalumon. Mano. Oh, ein Agurumon, cool. Ein einzelnes, super. Wobei, da warte, was macht er nicht? Das Bunny-Pommel. Attack twice. Und das ist vom Feuertypen. Interessant. Tiny Twister hat Wind. Zack. Schaden. Und du, Razor Claw. Das sollte doch eigentlich ausreichen. Ja. Ich komme dazu, das Nadelfeuer anzuschauen. Es gibt ja dazu Togo. Man braucht wieder so viele Erfahrungspunkte. Das gibt's ja nicht. Hier ist immer noch das Wasser im Weg. Ich frage mich, was es hier gibt. Vielleicht ein Digi-Armor. Keine Ahnung. Nehmen wir die drei Dinge, weil die reagiert nicht. Hahaha. Nein. Lassen wir das. Und ein Agurumon. Cool. Brauche nur noch drei Stück höchstens. Und dann kann ich da auch schon ein neues eins draus basteln. Das ist super. Das werde ich auch dann offscreen gleich mal machen. Dann werde ich es halt auch mal ins Roten Land mitnehmen. Oder in die Chrommine. Aber erstmal werde ich mal ein bisschen was austauschen. Denn ach, kriegt mal Pause und ich hau mal Vegimon rein. Warum auch nicht? Das Ding kann, glaube ich, auch heilen. Und so, machen wir noch Ikagumon und mal Angemon. Dann haben wir mal ein bisschen komplett gemischt. Das Ding muss nicht die ganze Zeit und ich will nicht nur Insekten-Digimon drin haben. Weil Vegimon fliegt da sowieso weit raus. Also kannst du auch ein bisschen dabei sein. Wie es mit Ikagumon aussieht, weiß ich nicht, wie ich damit verfahren werde. Denn ja. Ist halt schwierig. Und erstmal den Stab. Bam. Angenommen habe ich die Chance, weil es ist halt schon geil. Waterblast, Evil Wave. Schau mal, Evil Wave. Natürlich geht's auf das scheiß Zuckermann daneben. Du hast einen Straight Punch, oder? Nein, das ist sogar ein Charge. Super. Oh, so, da kriegt man wieder Level. Der braucht eh nur noch drei Level, dann hat er schon wieder das Ultra-Level. Das ist ja krass, das Ding levelt echt fix. So, mal gucken, wo es hier lang geht. Ist das der richtige? Nein, das ist sowieso ein falscher Weg. Okay, passt. Und erstmal ein Kampf. Agurumon vielleicht?
Gizamon und Sugamon, super. Immer dieselben zwei Idioten. Straight Punch. Und ein Charge. Und was haben wir denn alles? Junk Attack, Sticky Net. Machen wir das noch. Machen wir, nein, das macht aber. Macht sie bloß langsamer, dann noch ein Charge. Machen wir das Ding down. Mach mir das Ding kaputt. So. Ich würde ja nicht voll viele Dinge mal ein, bin ich voll brutal. Pillar of Light. Das sollte doch eigentlich das Ding umhauen, oder? Nee. Boah, das macht sogar ziemlich Schaden, ey. Okay. Ich bin offiziell nicht mehr ganz so overlevelt. Nee, ich finde das nicht mehr ganz so krass. Okay, das ist doch schon mal ganz gut. Ja gut, Stingmon ist durch seine Aussicht so krass. Die werde ich auch noch bei den anderen ein bisschen aktualisieren. Auf jeden Fall levelt Vegimon hier ziemlich gut. Ob ich das schon rausschmeißen soll? Oh Mann, ey. Alles abstellen. Dann mache ich vielleicht, wenn ich mal... Ich weiß, wie ich es mache. Wenn ich hier fertig bin, gehe ich nochmal kurz zurück. Und guck mal, was dann da links ist. Es sei denn, ich muss da sowieso hin. So, Evil Wave. Hauen wir mal raus. Oh, hier sind wieder Wasser-Digimon. Ich glaube, dass die Kakumon hier eh nicht so gut ist. Sagt er, während die Kakumon alles one-gehittet hat. Und auch hier ist das Wasser weg. So. Ich hier lang? Ich weiß es ganz ehrlich gesagt nicht. Und boah, ey, die Kämpfe, die gehen am langsten. Ich habe gesagt, Gizamon und Sugamon. Ey, Gizamon kann ich doch jetzt schon machen, oder? Möchte ich aber eigentlich nicht. So. Zack. Natürlich geht's daneben. Boah, ich krieg einen Anfall, ey. Okay. Kakumon ist so krass. Und Vegimon kriegt fast schon ein Level ab. Bald schon, bald kann schon wieder digitieren, aber ich kann eh noch auf dem Thema-Rang noch keine Ultra-Digimon beherrschen. Das ist wie bei Pokémon, wenn man noch nicht genug Orden hat, um Pokémon zu kontrollieren. Die gehorchen dann einfach nicht. Das ist Blödsinn dann. Dann die Digimon zu kämpfen und Lotharmamon und den Sugamon mal zur Abwechslung. Zur Abwechslung mal Lotharmamon! Sowieso sogar Straight Punch und hey, Ikakumon! Hau mal einen raus! Und Level Up für Vegimon. Und wer kriegt denn, wer ist der Nächste? Der Nächste ist wieder Angemon. Das Ding levelt auch so schnell, aber das muss es ja. Angemon muss es ja schon fast. Einfach mal alles abdrehen. So, ich hoffe, ich habe nichts Großartiges übersehen. Oh, ein Dragomon, ja, das ist Ultra-Level. Ich krieg bloß 5%. Boah. Krass. Oh mal. Kraft das Licht ist raus. Also das werde ich. Ultra werde ich nicht farben. Das ist momentan. Erstens mal kann ich ihn nicht kontrollieren. Und da ist dann schon zu weit vorgeschritten. Also da fahren wir lieber die kleineren, das geht auch wesentlich schneller. Das geht auch wesentlich schneller. Was ist hier? Hier ist eine Silbe. Alles klar. Guck. Ich schreibe gleich mal auf. Train Tunnel. Silberrangkiste. Im Train Tunnel haben wir auch eine. Alles klar. Oh, ein Agurumon. Super. Moment, noch mal ganz anderes Item. Habe ich MP-Chips? MP-Chip S, MP-Chip T, MP-Chip S. Gehen wir mal die Kakumon. Denn dann kann die Kakumon nochmal so eine Welle raushauen. Evil Wave. So eine böse Attacke bei die Kakumon. Boah, dieses Ding. Boah, das hole ich mir auf jeden Fall. Das hält zu viel aus. Okay, mehr ist hier nicht als diese Truhe und die kann ich eh noch nicht öffnen. Das heißt, wir gehen in diese Richtung. Boah, so was wie ein Schutz wäre hier mal ganz praktisch auf Dauer, ne?
Sukamon noch ein Hagurumon? Nein. Nein, nein. Gibt's nix. Kraft des Lichtes. Muss ich mal Ikako mal ein bisschen hier raus oder beziehungsweise mal ein bisschen MP sparen. Aber eigentlich ist es wurscht, weil ich kann dann einfach auf die anderen wechseln. So, Chunk Attack. Wobei, das glaube ich bringt gegen Sukamon nicht viel. Oh. Da habe ich mich wohl geirrt. Und noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Vielleicht kriege ich angenommen noch ein Level up hier. Ich weiß, gegen wen kämpfe ich dann gegen den Boss hier, weil hier gibt es wieder einen. Wer das wohl sein wird. Oh, apropos Boss, da sind wir schon. Ein Sukamon. Oh, aber kein Hagurumon, oder? Nee. Ich kann was Sukamon bilden, aber kein Hagurumon. Kann ich nicht fliehen? Ich habe jetzt echt keinen Bock auf den Kampf. Fade Fleeing, super. Egal, ich kann Water Blast rauslassen. Der trifft nämlich genau die drei Felder. Blau heißt immer fixmäßig. Das heißt, ich muss die drei angreifen und wow. So, aber bevor ich jetzt zum Boss gehe, stelle ich mal meine Party ein bisschen um. Ich muss sagen, Salat bleibt drin. Wir nehmen Stingmon noch mit rein. Und wir verteilen ihn mal ein bisschen, falls der mit mehr Feldattacken kommt. Sollen die bitte so stehen? Da ist er ja. Meine Haut ist immer so super. Super glatt. Hey, was machst du hier? Warum kommt... Wie kannst du es wagen, in mein Territorium einzudringen? Ja, ich bin hergekommen, dich zu sehen. Mich zu sehen? Wegen was? Das ist die Arme des Wunders, dass du das Pandamon gegen ihn hat. Hast du es gegen ein Fake ausgetauscht? Kannst du bitte das Echte geben? Was, die Arme des Wunders? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Du machst falsche Anschuldigungen. Pandamon... Muss mal kurz ins Telefon. Einen Moment, bitte. Süßchen, weiter geht's. Fand mal sicher, dass es dir geliehen hat. Also, gib das Digi-Arma des Mutes, des Wunders jetzt zurück. Mutes will ich nur sagen. Aber, wer ist ein Vollidiot, das Digi-Afmo-Ei ist ein... Ist ein Fake. Das Digi-Arma-Ei ist richtig. Siehst du genau hier. Oh. Ups. Ich habe meine große Klappe. Ich wusste es. Also hast du es. Ja, habe ich. Was an mir ist jetzt? Sieht wirklich so, als hätte ich's. Aber niemand nimmt es mir weg. Wenn du es immer noch haben willst, mal schauen, ob du dich beschlagen kannst. Was für eine Einstellung. Ich habe keine Wahl. Jo, wir haben keine Wahl. Aber wir müssen gegen Platin Sukamon. Ja, das Ding ist hießlich. Aber naja, gut. Zeig's ihm Shades. Metallic Ball. Wahrscheinlich ist das fast ein One-Hit, also, obwohl es ist ein Boss. Die halten für gewöhnlich ein bisschen mehr aus, ja. Dann Chunk Müllattacke. Müllschleuder, irgendwie sowas heißt das. So. Und die Harpune. Eine Harpune kann ich noch abfeuern. Zack. Oh, Crit. Super. Und noch eine. Ich glaube auch, das reicht vollkommen aus. Das ist auch nicht der Überboss. Bloodlaser. Boah, macht aber schon ziemlich Schaden, das Ding. Egal, Stingmon. Noch ein Metallic Ball. Und gestunt, super. Na dann, Chart. Hat auch nicht ausgereicht, schade. Aber egal, die Kakuma macht das. Instant Freezer. Ach genau, das kannst du sein Item. Das sind immer die meisten, die letzten Attacken sind dieses Item. Instant Freezer down. Und 76 Maschinenerfahrung, das reicht nicht mehr von Debla für angewonnen. Bitte. Das kann nicht sein, ich habe verloren. Als gäbe es her, wie du es versprochen hast. Ich nehme das DG-Arme des Wunders jetzt zurück. Okay, okay, hier. Ist jetzt zufrieden? Jetzt lass mich einfach in Ruhe. Ja, das ist wirklich das Echte. Ich habe das Digi-Armei des Wunders. Digi-Armei des Wunders, erstrahle! Warum sage ich das dauernd? Aber diesmal sicher. Diesmal kann man wirklich in die Chromine gehen. Ja, aber noch nicht. Denn zuerst mal werde ich mal gucken, was dort links am Anfang war.
im Drain Tunnel. Chromine würde ich sagen, wir gehen mir im nächsten Part. So, das spiele ich jetzt mal ganz kurz, weil hier sollte das Wasser jetzt abgelassen sein, oder? Ja. Und hier hinten ist eine Truhe. Hier finden wir Chicken Dagger. Oh, super. Das ist alles vielleicht nach Gurumon noch, dass ich noch eins machen kann. Dragumon. Und ein... Oh, mir wird noch eins. Wie Kraft, Mann. Mir wird noch eins. So, Metallic Ball. Da werde ich mal kurz ein... Das mache ich mal. Obwohl, nicht onscreen. Obwohl, vielleicht mache ich es auch onscreen, dass ich schon farme. Zeig's ihm, Salat. Junk Attack. Weil Salat fliegt dann sowieso raus. Fix Dragumon. Oh, daneben. Super. Mach du das. Evil Wave. Gurumon überlebt das immer. Das Ding hält halt echt was aus, ne? Ich weiß schon, warum ich es haben will. Und Razor Claws. Du wirst in der Chromine dabei haben, weil da kannst du noch gut mitleveln dann gleich. Und noch ein Farm Report. So, nochmal kurz gucken, ob ein Hagurumon dabei ist. Dragumon und Sidramon. Auch interessant. Sidramon sieht man ja auch nicht alle Tage. Zack. Wenn er kriegt dann Dragumon mehr gefahren, dass das Hagurumon dabei ist, glaube ich nicht. Aber Sidramon ist cool, das muss ich natürlich sagen. Das ist enorm cool. Und tschüss. Oh, und Angemon kriegt ein Level-Up. Tooth Shield, ah. Ja, die Ausrüstung prüfe ich offscreen wieder. Aber jetzt erstmal gucken, ob wir noch einen Gurumon haben. Das werden wir jetzt auch gleich machen. Otamamon. Zukamon. Otamamon. Ich würde gerne fliehen, ist dies möglich? Ja, flight successful. Ich habe nämlich jetzt echt keinen Bock. So, einen Versuch machen und ansonsten fahre ich das offscreen. Du machst dann einfach offscreen und zeigst dann am nächsten Part dann. Ah, da ist es ja eigentlich Agurumon und Sidramon und Tamamon. So, am besten erstmal das Sidramon umklatschen. Wobei, ich glaube, das ist das gewonnene Krieg, oder? Doch. Okay, dann haben wir noch einmal auf das Agurumon drauf. Dann kann ich mir die Kakumon sicher zerlegen. Sicher, sicher. Evil Wave. Tschüss, Mann. Und doch Level Up für Raphael ist super Sache. So, dann verziehen wir uns mal von hier, dann Digi konvertiert. Hier wird einfach mal ein bisschen längerer Part. Weil das ich gar nicht bloß random Scheiß mache, ist eigentlich auch wurscht. So. Danke. Das wollte ich unbedingt wissen. So, Digimon. Digi-Convert. Nein, nicht Talk to Digimon. Digi-Convert. Was haben wir denn? Tokomon. Oh, 390% Herumon haben wir auch so viel. Poyomon, Partnermon, Tamon, Wormon, Gizamon, Tanemon. Erdramon könnte ich auch schon machen. Sukamon könnte ich machen. Nagurumon, Floramon, Dino, Human nicht. Aber ein Nagurumon, ja. Hab HP-Type. Also schon wieder so ein Tank. Na gut, das haben wir auch gemerkt. So, Rookie-Level. Nagurumon wurde geboren. Yay! Du bist... Dich nenne ich... Ganz kreativ. Du bist... Robot. Keine Ahnung. Ja, irgendwie so. Man kann sie nochmal ändern. So. Digimon List. So. Wo ist denn Salat? Salat... Change Location, put on Farm, machen wir einfach mal die Farm, die Palmfarm. Hier oder wächst es besser. Dann, wo haben wir es denn? Robot, Change Location, put in Party. Exit Digifam, yes. So. Digimon, gucken wir uns erstmal Gurumon an. So, denn Togemon ist jetzt dafür reingerückt. Ich glaube, ich werde Angemon dafür reinpacken. Digivolution Roots. Du digitierst nämlich zu... Oh, aus Kapurimon. Du könntest auch zu Kotemon, also Human oder Dark Lizardmon oder alternativ auch Ponchesmon
zu Platin-Sudamon, yes. Oder zu Hookmon. Aber ich hätte gerne Hagurumon. Das wird dann nämlich auf Level 18 mit 50 oder mehr Stärke. Zu Gardrumon. Warum auf Level 18, wenn es danach auf Level 15 ist? Das macht keinen Sinn. Wir wollen es dann zu Gardrumon. Und Gardrumon wird zu was cool. Oh, und die 50, und die Stärke hat es eh schon zusammen. Super Sache. Wie stark ist denn das Ding? Ja, das Ding ist stärker als Angemon. Also das Angemon schneller hält wesentlich mehr aus. Aber das Ding hat, boah, hat mehr Power als Stingmon. Alter. Das Ding kann mitkämpfen. Okay. Ja, Kenntnis würde ich mir sagen, war es das mit Digimon World DS für heute. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's in die Chrommine. Bis dann und ciao.